Die Verlogenheit und Doppelzüngigkeit unserer Politiker, tja, das ist eigentlich nichts Neues. Geht mir ziemlich auf den Wecker. Aber was sich momentan hier ereignet in Deutschland, ist unfassbar. Auf der Bundesebene erzählt man uns vollmundig, natürlich sind wir gegen alle Extremisten, egal ob links oder rechts. Und natürlich sind wir auch gegen die grauen Wölfe. So erzählt man uns vollmundig auf der Bundesebene, hier insbesondere von der SPD. Aber auf lokaler Ebene findet etwas völlig anderes statt. Und das ist ein absoluter Skandal. Dazu gehen wir einmal nach Filderstadt und zum zweiten nach Köln. Herzlich willkommen, hier ist wieder Warum Punkt Kritisch. Mein Name ist Lil. Schön, dass du Zeit für ein kleines Video hast. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin richtig, richtig sauer. Denn bereits in der vergangenen Woche feierte Nils Schmidt, der Bundestagsabgeordnete der SPD, gemeinsam mit SPD-Mitgliedern aus Filderstadt das Fastenbrechen in einer Moschee eines Vereins, der ein bisschen sehr zweifelhaft ist. Dieser Verein heißt Deutsch-Türkischer Freundschaftsverein Filderstadt. Und nachdem herausgekommen ist, wozu dieser Verein eigentlich gehört, ist Nils Schmidt ein bisschen zerknirscht. So hat er es zumindest bei Twitter kommuniziert und hat gesagt, naja, ich hätte mir das vielleicht doch besser mal überlegen sollen. Das kann schon sein, aber das ist noch nicht alles. Zum einen müssen wir erstmal festhalten, dass dieser Verein gar nicht so harmlos ist, wie er denn klingt. Denn dieser Verein gehört zur Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland. Kennt ihr nicht? Ha, besser bekannt als die Grauen Wölfe. Und wer sind die Grauen Wölfe? Die Grauen Wölfe gelten hier als ultranationalistische, rechtsextreme türkische Vereinigung. Und sie haben Anhänger auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland geht man davon aus, dass die Anhängerschaft bei ca. 10.000 liegt. Und ein sehr prominenter Vertreter dieser Grauen Wölfe ist der ehemalige Nationalspieler, ich muss ablesen, bin ich so ein Fußballfan, Mesut Özil. Der hat vor kurzem geprotzt und geprahlt auf Instagram mit einem neuen Tattoo, auf dem das Erkennungs- und Bekennungszeichen der Grauen Wölfe eindeutig erkennbar war. Damit allerdings noch nicht genug. Dadurch, dass dieser Verein zu dieser Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland gilt oder zugehörig ist, ist das ein bisschen schwierig. Und das ist wirklich der erste Skandal von Filderstadt. Denn diese Föderation steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Krass, oder? Aber es geht noch weiter in Filderstadt. Am 9. Juni wird hier gewählt, und zwar der Gemeinde- und Kreisrat eben in Filderstadt. Und dort finden wir drei türkische Bürger, die sich halt eben zur Wahl aufgestellt haben für die SPD. Apollo News hat im Übrigen darüber berichtet, dass diese drei türkischen Herrschaften Mitglieder bei der SPD seien. Dem ist wohl nicht so, denn es gibt ein aktuelles Update vom gestrigen Samstag, veröffentlicht von Welt. Und gegenüber Welt äußerte sich der SPD-Ortsverein Filderstadt und der SPD-Kreisverband Esslingen, dass die Kandidaten keine Mitglieder der SPD seien, wohl allerdings angefragt wurden als SPD-Kandidaten für die Wahl. Also die drei stellen sich wohl für die SPD halt eben zur Verfügung, sind wohl allerdings keine SPD-Mitglieder. Und eigentlich hätte man sie gerade deshalb noch etwas genauer unter die Lupe nehmen müssen. Denn diese drei türkischen Mitbürger, das sind Frau Gülten İlbay, Herr Hasan Aslan und Herr Müsay K., von dem konnte Welt keinen Familiennamen hier herausbekommen. Die Weltjournalisten sind im Übrigen auch diejenigen, die das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht haben. Ja, man muss tatsächlich sagen, es gibt auch Journalisten im Mainstream, die eine vernünftige und gute Recherchearbeit machen, wenn sie denn wollen, ne? Und wenn sie dürfen vor allen Dingen. Das dürfen ja nicht unbedingt bei allen Themen, das wissen wir ja. Aber gut, Frau Gülten İlbay, von ihr gibt es mehrere Fotos, die auch Welt hier vorliegen. Und auf diesen Fotos zeigt sie wohl dieses Erkennungs- und Bekennungszeichen der Grauen Wölfe. Das ist irgendwie so ein Zeichen, kenne mich da nicht so ganz mit aus. Und Herr Hasan Aslan, der ließ sich vor einer Fahne abfotografieren,
auf der halt eben diese drei Halbmonde erkennbar gewesen sind. Ebenfalls ein entsprechendes Symbol für die grauen Wölfe. Und das finde ich wirklich schon unfassbar. Wie kann es sein, dass die SPD hier in Filderstadt oder in Esslingen nicht diese Herrschaften genau unter die Lupe genommen hat? Also gerade dann, wenn sie keine SPD-Mitglieder sind. Und die grauen Wölfe sind auch dafür bekannt, dass sie drei Gruppen haben, die sie als absolute Feinde bezeichnen. Das sind die Kurden, die Aleviten und die Juden. Außerdem auch noch türkischstämmige Linke lehnen sie auch total ab. Also eine Gruppe, die wirklich sehr, sehr rechtsextrem ist. Und man muss schon sagen, die Tatsache, dass sich hier die SPD mit solchen Leuten trifft, zum Fastenbrechen in diesem Verein, das ist kein Einzelfall. Ich hatte darüber in diesem Video mal kurz berichtet, denn das Ähnliche geschah auch in München. Ebenfalls wieder SPD-Abgeordnete. Die haben ebenfalls sich einladen lassen zum Fastenbrechen von einem türkischen Verein, der ebenfalls unter Beobachtung des Verfassungsschutzes halt eben steht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß es nicht, in München war das ein türkischer oder auf jeden Fall ein islamischer Verein. Ist es gewesen. Sorry. Und ich finde es unmöglich, dass sowas hier möglich ist, dass Anhänger der Grauen Wölfe sich für eine Gemeinde- bzw. Kreisratswahl hier zur Verfügung stellen können überhaupt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde Deutschland und Ehrenpräsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, sagte Welt, in unserer Einwanderungsgesellschaft können wir uns keine doppelten Standards im Umgang mit Extremisten leisten. Da hat der Mann wohl recht. Und weiter war der Meinung, die SPD könne nicht einerseits im Bundestag ein Verbot der Grauen Wölfe fordern und die türkischen Rechtsextremisten dann auf lokaler Ebene auf Kandidatenlisten platzieren. So schwächt man den Kampf gegen Rechtsextremismus insgesamt. Das soweit zu der Angelegenheit in Filderstadt. Und nun gehen wir noch mal ganz kurz nach Köln. Denn was ist dort passiert? Es handelt sich hier um Frau Kanam Durner, denn seit vergangenem Jahr engagierte sich Durner auch in dem Verein Mehrhaba und Mahlzeit für Obdachlose. Tolle Arbeit, gar keine Frage. Und zuletzt berichtete der WDR mehrmals wohlwollend über diese Initiative. Frau Dober erhielt dann auch einen Miteinanderpreis für Demokratie und Vielfalt. Im Sommer 2022. Sie erhielt dafür für diesen Verein einen großen Scheck über 1000 Euro und die 49-Jährige freute sich natürlich wie Hulle. Was keiner allerdings hier der Öffentlichkeit mitteilte, dieser Verein Mehrhaba und Mahlzeit, dahinter stecken Personen aus dem Umfeld der türkischen Regierungslobby und die Aktivistin Durma, die im vergangenen Jahr, wie gesagt, für ihr Engagement halt eben ausgezeichnet wurde, ist ausweislich ihres öffentlich zugänglichen Facebook-Profils eine bekennende türkische Rechtsextremistin und muss damit ebenfalls den grauen Wölfen hier zugeordnet werden. Es handelt sich also hier um eine graue Wölfin, die einen Ehrenpreis bekommen hat. Unfassbar, oder? Dass sie tatsächlich halt eben auch zu den grauen Wölfen gezählt werden muss, war wieder erkennbar an diesem Erkennungs- und Bekennungssymbol der grauen Wölfe. Und eindeutig, ganz eindeutig, keine üble Nachrede, sondern einfach nur Fakt. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin einfach nur entsetzt, dass man hier tatsächlich halt eben auf der einen Seite vom Bund Verbot der grauen Wölfe fordert. Warum das noch nicht erfolgt ist, kann ich euch gar nicht sagen. Wir wissen es nicht. Man hat ja momentan anderes so eher im Visier. Und auf lokaler Ebene werden die Herrschaften entweder auf eine Kandidatenliste für die SPD in Filderstadt und Esslingen hier gesetzt oder sie bekommen halt eben wie in Köln einen Ehrenpreis von 1000 Euro. Ich freue mich sehr wie immer auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.